Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Kingdom Come Deliverance. So, wir müssen immer noch das komische Buch finden. Finden wir das hier in der Kirche? Aber ich fürchte fast, wir müssen tatsächlich ins Kloster. Aber wir gucken mal hier. Agnes, mit der kann ich reden. Okay, aber nichts Neues, was wir erfahren könnten. Pfarrer. Wegen Rattai. Hast du irgendwas über diese Kumanen gehört, okay? Hast du irgendwas über die Kumanen in Sigismunds Armee gehört? Schreckliches. Wie ich hörte, häuten sie einen bei lebendigem Leib. Was sie mit den Weibern anstellen. Lieber sich selbst das Leben nehmen, als diesen Heidenhunden in die Hände fallen. Okay. Dann viel Glück. Danke. Wo kommen wir da hin? Okay. Schade, ich würde gern da hoch. Aber dazu müssten wir hier drüber. Da kommen wir nicht weiter. Naja, hätte ja sein können. Meine mich liebende Gemeinde. Naja, so ähnlich. Wo kommen wir da hin? Okay. Eher was spartanisch. Ja, hier oben ist auch nichts. Gut, dann müssen wir wohl tatsächlich... Entschuldigung. Das ist ja auch kein Kloster, ne? Oder? Was ist das? Rüstschmied. Zählt das hier als Kloster? Beschaffe das Buch mit dem Titel Necronomicon. Ja, das ist ja die Aufgabe, die ich habe, aber das ist halt nicht dort. Das ist mein Problem. Weil das ist ja hier im Kloster, ne? Da waren wir noch nicht. Unerforschter Ort. Komm mal irgendwie da rein. Das müssten wir mal testen. Da ist Questgeber. Okay, aber erst müssen wir heute Abend natürlich mit unserem Schatzi noch ausgehen. Heinrich, schön, danke, dass du da bist. Kannst du mich reparieren? Gott sei mit dir. Reparatur. Ja, alle auswählen. Falschen wir noch. Lass uns über den Preis sprechen. Ist gut. Ja, viel können wir nicht sparen. Sind wir uns einig? Das ist zu wenig. Okay. Ich wusste, wir werden uns einig. War ein Versuch wert. Ach, du bist die Ladenwache. Okay. So, mal ein bisschen sauber gemacht. Wir könnten den Händlern hier noch was andrehen, ne? Ich muss gerade mal aufsitzen, weil Pebbles hat das ja alles in der Satteltasche. Inventar. Pferd, so. Hundeleder, 15. Und der Kommunionskelch für 250. So viel haben die, glaube ich, nicht. Pferdeleder. Für 30.
Und den Silberkelch vielleicht. Das Schafsleder können wir auch noch. Weil das wiegt doch immer noch ein bisschen was. So. Besen für die Stube. Brechen und hacken für den Acker. So. Knoblauch, Zwiebeln, Pilze und Spargel. Ach, wir sind überladen, okay. Ich dachte gerade, warum will er nicht was rennen? Benötigst du? Nichts. Ich würde gerne verkaufen. Für der Händler hat 100. Das ist nicht viel. Oh, 9,5 gibt er uns nur dafür. Okay, aber wir sind es zumindest mal los. In den Warenkorb. So. Schafsleder 7. Ja, wenn wir es kaufen, wäre es deutlich teurer. Ich habe es doch irgendwo noch, das Hund. Hundsleder. Da, Hundeleder. Kriegen wir auch nicht so viel für. Feilschen wir. Vielleicht kriegen wir noch ein bisschen mehr raus. Lässt sich was am Preis machen? Nun, versuchen wir es. Probieren wir mal einen Kreuzer mehr. Endlich, eine vernünftige Summe. Gut. Hat er akzeptiert. So, könnten eben noch was essen. Da unten war doch, glaube ich, ein... Ein... Wo gehen wir? Kommen wir denn hier hin? Essen. Sehr gut. War ich hier unten schon? Krass, wie das hier aussieht. Hier leben also die Ärmsten der Armen. Ja, gehen wir mal hoch. Hi, Irin. Schön, dass du da bist. Hi. Nö, du weißt auch nichts Neues. Müssen wir jetzt wieder auf den Abend warten. Wie spät haben wir denn? 14 Uhr. Nee, 13 Uhr. Gehen wir mal kurz runter. Nehmen noch was Kamille mit. Dich kann ich nicht pflücken, aber hier ist nochmal Kamille. Entschuldigung. Immer noch so ein bisschen nachwehen von der Erkältung. Mir geht's gut, aber ab und zu ja, Frosch im Hals. Man kennt das nicht, ne? Setzt sich halt so ein bisschen noch zu. Aber wird auch jeden Tag weniger. Brennnessel, sehr schön, nehmen wir auch mit. Die Kamille hätte ich gerne noch. Hoppala. Mohn brauchen wir auch noch. Den brauchen wir auch noch. Und dann haben wir hier noch Ringelblume und... Hallo? Du bist eine Ringelblume, ich weiß es. Genau. Die können wir doch auch Distel auch nochmal. Sehr gut. So, ab und zu mal ein bisschen muten, dann kann ich mich mal richtig räuspern. Muss dann immer nur daran denken, dass ich auch das Mikro wieder einschalte, weil ich habe schon jetzt bei der Aufnahme von My Time mit Porsche heute Morgen tatsächlich dann mal versäumt und dann ein paar Minuten erzählt, ohne dass irgendwas aufgenommen wurde. Also zumindest vom Ton aufgenommen. So,
Jetzt können wir mal die Zeit vorstellen. Gehen wir mal auf 18. So auf 17 Uhr. Wenn ich zu weit vorgehe, dann ist auch wieder doof. Ich weiß halt nicht, was wann ist für die heute Abend. Da wäre ich froh, wenn ich das wüsste. Jetzt wissen wir zumindest schon mal, wo wir hin müssen. Wo ist Schatzi denn? Künftiges Schatzi. Da. Hi, Theresa. Sei gegrüßt, Heinrich. So, wegen des Ausflugs. Ich hörte, wahre Christen vergeben armen Sündern. Aha, was du nicht sagst. Das hatten wir ja. Ich soll dir also dafür vergeben, aber dass du mich allein gelassen hast? Nein, nein. Ich muss mir deine Vergebung verdienen, indem ich dir gegenüber meine Bewunderung ausdrücke. Ist ein Anfang. Und weiter? Und dir Komplimente mache. Genau. Heinrich, du bist ein Halunke. Oh, du Frau meines Herzens, schönste aller Maiden, würdest du mich in die Stadt begleiten? Das klingt wundervoll. Jeder sagt, in der Schenke zum zerbrochenen Rad ist abends viel los. Dann geh mal hin. Lass uns dorthin gehen. Ja. Bin ich dabei? Warst du schon mal in einer Schenke? Nein. Mein Vater und ich machten oft an der Schenke zur Waldwiese Halt, wenn er das Mehl in die Stadt brachte. Aber ich durfte nie mit hinein. Was meinst du, Heinrich? Wollen wir gehen? Warum nicht? Na, warum nicht? Aber wenn wir schon dort sind, musst du ein Bier probieren. Gut, abgemacht. Dann lass uns gehen. So. Wie gehen wir jetzt? Besuche mit Theresa die Schenke zum zerbrochenen Rad. Wie mache ich das? Stand das da? Ich muss gerade nochmal gucken, Entschuldigung. Genau, ich habe versprochen, sie auszuführen. Ich weiß auch, wo die Schenke ist, nur wie komme ich da mit ihr hin? Wie bringe ich sie dazu? Mit mir dahin zu gehen? Da wollen wir hin. Kommt sie mit? Ich hörte wahre Christen. Oh. Das klingt wund. Lass uns dorthin. Warst du schon mal in einer Schenke? Mein Vater und was meinst du? Na, warum nicht? Aber wenn wir schon dort sind, musst du ein Bier probieren. Gut, abgemacht. Dann lass uns gehen. Wieso kann ich mit ihr nicht dahin gehen? Ich würde mal sagen, kurzen Moment. Ich bin gleich wieder da. So, da bin ich wieder. Ja, das scheint ein Bug zu sein, weil, hoppala. Eigentlich sollte sie jetzt aufbrechen, nachdem sie gesagt hat, warum nicht. Und wir müssten hinterherlaufen. Ich weiß nicht, warum sie es nicht macht. Beste Gesundheit. Danke. Gespräch beenden. So, jetzt hast du nichts zu tun. Probieren wir das gerade nochmal. Ich hörte, wahre Christen vergeben armen Sündern. Aha. Müssen wir hier gerade nochmal durch. Lass uns doch. Warst du schon mal in einer. Mein Vater und ich machten. Was meinst du halt? Warum nicht? Warum nicht? Aber wenn wir schon dort sind, musst du ein Bier probieren. Gut, abgemacht. Dann lass uns gehen. Jetzt hätte sie nämlich aufbrechen sollen.
Oder funktioniert das nur, wenn sie da sitzt? Das kann auch sein. Ein letzter Versuch, wagen wir noch. So. Es läutet. Ich hörte wahre Kritik. Nein. Und? Oh. Das klingt wohl. Lass uns dorthin gehen. Warst du schon mal in einem... Mein Vater und er, was meinst du, Heim? So. Warum nicht? Aber wenn wir schon dort sind, musst du ein Bier probieren. Gut, abgemacht. Dann lass uns gehen. Jetzt sollte sie aufbrechen. Und sie macht es einfach nicht. Sie macht es einfach nicht. Das verstehe ich nicht. Ich kann mit ihr reden, aber dann sind wir wieder da, wo wir vorher waren. Ich hörte wahre Christen. Nein. Und. Oh. Das klingt wundervoll. Lass uns. Warst du. Mein. Was. Warum nicht? Tja. Aber wenn wir schon dort sind, musst du ein Bier probieren. Gut, abgemacht. Dann lass uns gehen. Ja. Muss ich mal gucken, ob ich herausfinden kann, wie wir das machen können. Wir kennen die Schenke. Nur sie marschiert leider nicht los. Also nicht die Schenke, aber die Theresa halt nicht, ne? So, gut. Questlog. Da müssen wir was anderes machen. Ruheloser Geist. Dann können wir zum Kloster, genau. Da haben wir ja auch noch Semek. Okay, dann gehen wir zum Kloster. Dann machen wir das. Das müsste alles da oben sein, ne? Kustos. Ja, der ist auch da oben. Okay, hat man noch zwischendrin was? Muss ich gerade mal gucken. Herrn Ratzig müssen wir berichten. Vergeltung. Das ist ja die Hauptaufgabe so irgendwie. Seuche. Merhojet. Da müssen wir auch noch wieder hin. Und das war Uschwitz. Ledetschko-Kloster. Ja, das müssen wir alles da oben irgendwo machen. Okay, das heißt, wir müssen zum Kloster. Wo kommen wir denn da am schnellsten? Brücke. Dann da lang. Dort, also erstmal nach Ledetschko auf jeden Fall. Pebbles? Dein Part. Ja. Dein Part, Pebbles. Zeig, was du kannst, mein treuer Pebbles. Oder treue Pebbles, ich weiß gar nicht, ist Pebbles eine Sie oder ein Er? Das weiß ich gerade gar nicht. Mäh, macht's. Mäh. Und es regnet. So, bis nach Ledetschko können wir durchgaloppieren. Das ist schon mal gut. Gegessen haben wir eben, da sind wir satt. Schlafen müssen wir gerade auch noch nicht. So, jetzt müssen wir kurz warten, bis Pebbles wieder etwas Kondition hat. Und dann können wir weiterspurten. Ja. So. Wuff, wuff. Wuff, wuff.
Kloster, ich komme. Entschuldigung. Wollte dich nicht treffen. So, dann gehen wir die langsamere Gangart. Jetzt können wir mal wieder spurten. Hier runter besser nicht. So. Muss ich aber gerade gucken. Zum Kloster kommen wir am besten, wenn wir da rumreiten. Okay. Da müsste hier ein kleiner Weg links weggehen, genau. Ja. Hoppala. Entschuldigung. Einfach mal am Baum hängen geblieben. Kann man machen, muss man aber nicht. So, dann sind wir zumindest gleich mal beim Kloster. Und können mal gucken, dass wir einen Teil der Aufgaben dort gelöst kriegen. Oder der dortigen Aufgaben gelöst kriegen. Vor allen Dingen müssen wir mal gucken, wie wir in die Gebäude da reinkommen, ne? So, Kudosch. Den müssen wir noch mehr Essen abschwatzen. Wo ist denn der Dude? Was haben wir denn noch für Aufgaben hier? Hilft dabei, die Kranken und Verwundeten zu behandeln. Schlafmittel haben wir, genau. Wer war denn das von euch? Du warst das, glaube ich, ne? Verdammt. Wieso wächst du mich? Entschuldigung. Hoffentlich sind das die Kräuter. Violette Kräuter brauchte er, ne? Salbei? Nee. Die vom Kräuterweib haben anders ausgesehen. Gott behüt dich. Okay. Was hast du? Du warst der Schlaflose. Ich habe hier etwas für dich. Wirklich? Trink das und du schläfst wie ein Stein. Oh, danke. Lebe wohl. Sehr gut. Bruder Elias. Okay, mit dem brauchen wir nicht reden. So, das haben wir schon mal geschafft. Beschaffe Heilkräuter für Semmek. Und hilf den Kranken und Verwundeten. Hallo Johanka. Hm? Erzähl mir mehr über die Lage vor Ort. Okay, danke. Da haben wir nichts Neues. Nicht wissen. Heißt, wir brauchen immer noch die Kräuter. Kräuterkunde haben wir doch hier bestimmt auch im Kodex, oder? Kräuter. Alchemie. Heilkräuter. Viele Kräuter können in Form von Tees, Gebräuen, Aufgüssen, bla bla bla.
Okay. Violette Kräuter müssen wir finden. Und halt hier dem Typen da. Wo ist denn der Kudusch? Kudusch, wo bist denn du? Da? Wermut. Nehmen wir auch gerade mal mit. Schreiber des Kustos. Ne, da können wir nur stehlen, das will ich nicht. Urban, reden wir mal mit ihm. Guten Tag. Tag. Wem gehört dieses Haus? Wessen Haus ist das? Das des Kustos, des höchst verehrten Barons Sebastian vom Berg. Okay. Du hältst nicht viel von ihm, oder? Du scheinst nicht viel von ihm zu halten. Ein Mann, dessen Nase so hoch in die Wolken ragt, dass sie als Regenrinne dienen könnte, kann nicht so übel sein. Ach du Schande. Was ist ein Kustos? Was tut ein Kustos eigentlich? Tja, er soll sich um die Gemeinschaft kümmern und für Ruhe und Ordnung sorgen. Aber? Aber in Wahrheit ist ihm mehr daran gelegen, jeden Biss aufs Hemd auszunehmen. Wow. Gut. Ich danke dir. Keine Ursache. Ist dir langweilig? Ist dir langweilig? Stinklangweilig. Wie kannst du dich in einer Stadt wie Sasau langweilen, die voll von Heiligkeit und Wissen ist? Sprich gar nicht erst davon. Die Bücher darf man nicht berühren, sprechen wollen sie nicht mit einem. Und als ich die Gebeine des heiligen Prokop betrachten wollte, verjagten sie mich. Wow. Mich? Wie einen gemeinen Dieb. Welchem Zweck dient dieses verdammte Kloster, wenn einem selbst das verwehrt wird? Viel ist nicht mehr übrig vom armen Prokop. Nun, es heißt, es wäre nicht mehr viel vom armen Prokop übrig. Was soll das nun bitte heißen? Ich mache dir keine Vorwürfe. Aber es haben nun einmal nur Mönche Zugang zum Reliquiar der Krypta. Zuvor haben Besucher Reliquien des heiligen Prokop entwendet, um sie nur für sich zu haben. Und das ist die Konsequenz. Ich weiß, doch so etwas würde ich nie tun. Ich wollte sie bloß berühren, das soll Glück bringen. Vielleicht kann ich helfen, oder? Vielleicht kann ich helfen. Ach ja? Du führst doch nichts im Schilde, oder? Nein. Nein, natürlich nicht. Ich wollte dir etwas aus der Höhle unter dem Kloster mitbringen, wo er sich aufhielt. Man kann dort hinein. Okay. Ich würde es zurückbringen, nachdem du es berührt hast. Also, das würdest du für mich tun? Gewiss doch. Ich wäre dir sehr verbunden. Okay. Möge Gott über dich wachen. Danke. Da kommen wir nicht rein. Ja, aber wie ich sehe, ist es jetzt dann auch schon spät. Das wird also ein Job für die nächste Folge. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.